Praktikum physikalische Chemie. Elektrolytleitfähigkeit. Die Leitfähigkeit starker und schwacher Elektrolyte. Die spezifische Leitfähigkeit einer Lösung Kappa ist der Kehrwert ihres elektrischen Widerstandes. Kappa wird durch diese Gleichung beschrieben. Die spezifische Leitfähigkeit hängt von der Anzahl und der Beweglichkeit der Ladungsträger in der Lösung ab. Für den Vergleich verschiedener Elektrolytlösungen unterschiedlicher Konzentrationen werden die Formeln der molaren Leitfähigkeit und der Äquivalentleitfähigkeit benötigt. Im Folgenden wird die Konzentrationsabhängigkeit der molaren Leitfähigkeit für starke und schwache Elektrolyte dargestellt. Starke Elektrolyte liegen im Vergleich zu schwachen Elektrolyten immer vollständig dissoziiert vor. Die Konzentrationsabhängigkeit der molaren Leitfähigkeit ist bei gegebener Temperatur durch das Cole-Rausche Quadratwurzelgesetz gegeben. Die Grenzleitfähigkeit entspricht der Äquivalentleitfähigkeit bei unendlicher Verdünnung. Im Zustand unendlicher Verdünnungen existieren keine Wechselwirkungen mehr zwischen den Ionen. Trägt man die molare Leitfähigkeit verschiedener Konzentrationen einer Lösung gegen die Wurzel der entsprechenden Konzentration in einem Koordinatensystem auf, erhält man eine Gerade, deren Ordinatenabschnitt der Grenzleitfähigkeit entspricht. Die Geradensteigung ist ein Maß für die Konzentrationsabhängigkeit der Ion-Ion-Wechselwirkung. Schwache Elektrolyte liegen erst bei unendlicher Verdünnung vollständig dissoziiert vor. Der Dissoziationsgrad Alpha gibt den Anteil der dissoziierten Moleküle an. Die Grenzleitfähigkeit eines schwachen Elektrolyten entspricht dem Dissoziationsgrad Alpha gleich 1. Mit dem Ostwald'schen Verdünnungsgesetz kann die Grenzleitfähigkeit und die Säurekonstante K ermittelt werden. Bei diesem Versuch wird die Leitfähigkeit eines schwachen Elektrolyten Essigsäure und eines starken Elektrolyten Natriumchlorid bei jeweils 6 verschiedenen Konzentrationen gemessen. Dazu werden zunächst Verdünnungsreihen aus einmolaren Stammlösungen hergestellt. Es ist darauf zu achten, dass zu jeder Lösungsherstellung eine saubere und trockene Pipette benutzt wird. Nach dem Pipettieren wird der Messkolben exakt bis zur Marke mit destilliertem Wasser aufgefüllt. Danach wird der Stopfen fixiert und die Lösung gemischt. Die Stopfen der Messkolben dürfen hierbei nicht verwechselt werden. Aus der verdünnten Lösung werden weitere Verdünnungen nach dieser Tabelle hergestellt. Während der Herstellung der Proben löst sich CO2 aus der Luft in der Lösung. Dadurch steigt die Leitfähigkeit der Lösung auf ein Vielfaches der Eigenleitfähigkeit des Wassers. Dieser systematische Fehler wird durch die Messung eines Blindwertes korrigiert. Dazu wird eine Probe mit der Konzentration 0 Mol pro Liter hergestellt und dreimal vermessen. Bei der Durchführung der Messung wird die Elektrode zunächst mit der zu messenden Probe gespült. Die Elektrode wird in die Lösung getaucht, kurz umgerührt und die Probe verworfen. Anschließend wird die Probe im gespülten Messgefäß vermessen und die angezeigte Leitfähigkeit notiert. Jede Probe wird doppelt bestimmt. Bevor die Verdünnungsreihe des nächsten Elektrolyten gemessen wird, wird die Elektrode so lange mit destilliertem Wasser gespült, bis das Konduktometer wieder eine Leitfähigkeit der Blindprobe anzeigt. Kommen wir nun zur Auswertung. Die spezifischen Leitfähigkeiten von 6 Essigsäurelösungen und 6 Natriumchloridlösungen wurden vermessen und in Tabelle 1 und 2 zusammengestellt. Die spezifische Leitfähigkeit wurde mit dieser Formel errechnet und als Funktion der Konzentration in Abbildung 1 aufgetragen. Anschließend werden die Äquivalentleitfähigkeiten der Elektrolyten errechnet. Die Äquivalentleitfähigkeit der Natriumchloridlösung wird gegen die Wurzel der Konzentration in einem Cole-Rausch-Diagramm aufgetragen. Die lineare Regression liefert die Grenzleitfähigkeit. Hierzu wird die relative Standardabweichung berechnet. Der Literaturwert für die Grenzleitfähigkeit von Natriumchlorid wurde für die Messtemperatur interpoliert. Um die Grenzleitfähigkeit der Essigsäure zu bestimmen, wird der Kehrwert der Äquivalentleitfähigkeit gegen die spezifische Leitfähigkeit in einem Ostwald-Diagramm aufgetragen. Mithilfe der linearen Regression kann die Grenzleitfähigkeit nach dieser Formel bestimmt werden. Hierzu wird die relative Standardabweichung berechnet. Aus der Geradensteigung sowie des Grenzwertes kann die Säurekonstante für den gemessenen Wert und den Literaturwert für Essigsäure bestimmt und verglichen werden. Abschließend wird der pKa-Wert von Essigsäure berechnet. Zuletzt werden alle errechneten Werte sowie die relativen Standardabweichungen mit signifikanten Stellen in das Auswerteblatt eingetragen.